Und weiter geht's. So, dann haben wir jetzt gerade das eine Herz hier abgeschlossen. Wie viel haben wir jetzt schon gemacht? Ach ja, das erste hier haben wir noch nicht. Aber das machen wir dann einfach noch im Laufe des Playthroughs, würde ich sagen. Und wir gehen jetzt hier zur nächsten Wegmarke. Aber ich will das POI dann noch abholen. Das sieht ja cool aus hier. Das ist so ein bisschen wie in Queensdale. Da sind auch solche schrägen Steine. Aha. Okay, hier müssen wir uns gerade verteidigen gegen die Kleriker des weißen Mantels. Alles klar. Das kriegen wir hin. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Okay, vielleicht sind die alleine nicht so super. Das sind, glaube ich, Elite-Viecher. Ja. Okay, hier hilft uns dann ja wahrscheinlich jemand. Ah, man kann nicht mal in Ruhe was trinken. So, das sollte eigentlich schon reichen, um hier Credits für zu kriegen. So, ach, wir haben schon das nächste Herz. Bringt den hungernden Seraphensoldaten frisches Essen, besiegt Angehörige des Weißen Mantels, beruhigt aufgebrachte Bürger und bringt Kaufleuten Waren. Okay. Kriegen wir hin. Und das hier ist ein Spezialevent. Verteidigt den Tempel der Sechs. Der Tempel der Sechs, okay. Und die Gläubigen dort vor dem weißen Mantel. Die Rüstungen sehen schon irgendwie cool aus. Oh nein, 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 nein. No. Ah, warum habe ich mich denn jetzt hier nicht rausteleportiert? Aha, eine fünfte Todfähigkeit. Aha, ist das speziell von der Karte? Das hatte ich noch gar nicht gesehen. Siehst du? Und schon wieder down. Und warum ist das noch? Okay. Speck. Oh, scheiße, das hatte ich ja total vergessen. Mein Beherrschungspfad. No. Das muss ich natürlich anmachen. Das hatte ich gar nicht an. Warum sagt denn keiner was? Justus. Das muss ich natürlich schon trainieren. So. Es sind noch drei Gläubige am Leben. Das ist jetzt nicht so die Welt. Weil ich nicht weiß, wie viele das ursprünglich waren. Ah, und das hat auch für das Herz gezählt. Okay. Sehr gut. WB Flo. Grüß dich. Grüß dich. So. Ah, da ist noch ein Nekromant. Stirb. Die ist immerhin nicht mal Veteran. Was? Nur Silber? Was wollt ihr von mir? Wieso nur Silber? Schiebung. Wo müssen wir denn hin? Ah, guck mal, da ist noch ein Beherrschungspunkt. Und hier ist noch ein Panorama. Wie kommen wir denn darauf? Ha. Oder beziehungsweise da rein. Wir wollen auf jeden Fall erstmal hier hin. Gehen wir erstmal dahin. Dumm, die, dumm, die, dumm, die, dumm. So, eine Seraphenburg. Sehr cool. Erinnert mich so ein bisschen an mein Bild aus Age of Conan. Nein, nicht Age of Conan hier. Conan Exiles. Ich verwechsel immer die Titel von den Games. Ah. Das Spiel habe ich jetzt in letzter Zeit so ein bisschen gestreamt und viel mehr gespielt als gestreamt, ehrlich gesagt. Muss ich vielleicht auch nochmal ein Video zu machen. So, haben wir hier noch ein Point of Interest? Ja, nein, vielleicht. Da ist noch um ein Versandauftrag. Okay. Ah, Geschäfte mit Zinn. Waren für Zinn oder Chin? Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Turm. Das sieht schon cool aus hier. Guckt euch das mal an. Sehr nice. Das kann man fast als Inspiration nehmen für eine Burg in Conan Exiles. Das sind nämlich wirklich sehr ähnliche Bauteile. Und da kann man auch so einen Hang raufbauen.
gleich mal einen Screenshot machen. Alles nachbauen. Ah, so, hier kann man raufgehen. Schau an. Oh, die Tür gibt nicht nach. Ah, aber ich könnte mir einen Point of Interest holen. Das ist schon mal gut. Und fliegen kann man hier auch. So, wir brauchen immer noch frisches Essen für die hungernden Seraphensoldaten. Weiße Mantel Leute killen. Und hier ist der Chin-Fuserei. Was? Ich will doch deinen Tag nicht noch komplizierter machen. Ich will dir helfen. Jetzt sei doch nicht so. Der hat irgendwie voll die Texas-Stimme, kommt mir vor. Okay. Voll die roten Haare. Sieht lustig aus. Ja, natürlich können wir helfen. Natürlich helfen wir. Machen wir. Okay. Gut, wissen wir schon, was der zu verkaufen hat? Nein, das sagt er uns noch nicht. Okay, ich möchte aber eigentlich gerne da oben rauf und mir da die Sehenswürdigkeit anschauen. Oh ja, und das hier müsste eigentlich auch Punkte geben. Klerikerin des weißen Mantels. Komm schon. Und da oben sind auch noch welche. Ob wir. Ja, die sollten wir einfach so. Deren nehmen wir uns an. Ah ja, okay, das sind nur so kleine Solo-Mobs. Das geht eigentlich. Hey, was? Willst du hier meinen Mob wegpullen oder was? So. Stirb. Ma, da gibt es schon wirklich richtig schnell, richtig viel Belohnung für. Oh, guck mal, wie das da hinten aussieht. Das sieht irgendwie so nach Blutsteinenergie aus. So, wie kommen wir darauf? Wie kommen wir darauf? Bestimmt von dem Gebäude auf der anderen Seite. Oder man muss von hier aus rüberspringen, rüberfliegen. Ach, ich hatte ja gar kein Essen dabei. Okay. Interesting, dass ich dem trotzdem helfen konnte. Ah, okay, hier können wir rauf. Oh, ja, okay, das sollte gehen. Geht sich das aus? Geht sich das aus? Ja. Sehr gut. Oh, wir haben das Herz schon abgeschlossen. Super. Wunderbar. Dann müssen wir gleich nochmal nachgucken, was der zu verkaufen hat. Aber erstmal hier die gute alte Wegmarke anschauen und gucken, was es da zu entdecken gibt. Ha. Oh ja. Das sieht aus, als sei da irgendwie was mit Blutstein am Gange. Oder Blutkristallen. Das sieht gar nicht gut aus. Okay, erstmal hier rein. Chip, chip, chip. Ist nicht ganz der konventionelle Weg, aber hey. Wir sind der Commander. Wir dürfen das. So, Jadescherben kaufen wir gleich. Düm, 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 düm. Nö, die brauchen wir nicht. Endloser Miniaturtrank. Oh. Oh, sorry, den musste ich jetzt kaufen. Den musste ich jetzt kaufen. Guckt mal. Ich kann jetzt ewig so klein sein. Entschuldigung, aber das war mega notwendig. Wie klein ich bin. Diese Verwandlung finde ich ja irgendwie. Aha, ein angebliches Mitglied des weißen Mantels. Oh. Guck mal, wie groß die ist im Gegensatz zu mir. Ich habe ja schon die kleinste Charaktergröße, die man machen kann. Aber das ist jetzt definitiv noch kleiner als sonst.
Wie lustig ist das denn so? Wie kommen wir denn da oben rauf? Ich vermute nicht von hier unten. Oh, hallo. Ich meine, die Quest ist zwar zu Ende. Ach nee, dann können wir nichts machen. Und die Quest ist, ich würde mir eigentlich gerne den Beherrschungspunkt da oben noch holen. Da können wir vielleicht von dieser Seite herauf. Müsste ja eigentlich gehen. Oh Gott, ich bin so klein. Wie super ist das bitte? Total epic. Huch. Können wir von hier aus auch da rein? Nee. Dann müssen wir wieder hier hinten durchgehen. Und da hinten rum und die Leiter rauf. Also die Treppe rauf. Wie war denn das? Wie bin ich denn da rauf gekommen? Ach, Dachfinder drin. Nee. Wegfindung ist da definitiv nicht meine Stärke. Okay, hier rein. Hier raus. Da die Treppe rauf. Voll geheim irgendwie. Und hier nach oben. Und vielleicht kommen wir da ja dann hier rüber. Da hat es den Sprung nicht angenommen. Aber es sieht so aus, als wären wir hier hingekommen. Sehr gut. Erstmal zum Beherrschungspunkt und ein geheimer. Ein antiker Schößling ist hier. Sehr gut. Gleich ein paar Rohstoffe. Und natürlich entfesselte Magie. Ein Falke sitzt da auch. Ah, wunderbar. So. Beherrschungspunkt verdient. Sehr gut. Ich würde sagen, wir sind eigentlich auf sehr gutem Wege hier. Dann gucke ich mal. Dann gehen wir als nächstes hier hin zum Doriksee. Beziehungsweise die ganze Karte ist ja Doriksee. Oh. Hier gibt es noch ein bisschen. Oh, gerade noch Bronze bekommen. Hey, cool. Dafür, dass ich da eigentlich nur reingesprungen bin und im Prinzip nicht wirklich was getan habe. Waren das jetzt leicht verdiente. Wo ist meine Maus? Da. Leicht verdiente paar Punkte. Nicht so ewig viel, aber hey. So, okay. Offensichtlich gehen wir noch nicht da oben hin. Hier brennt es schon wieder. Eine Jadekanone. Können wir die nehmen? Wollen wir die nehmen? Okay. Eieiei. Direkt da dran kann ich nicht. Wahrscheinlich muss ich die Mobs killen. Auf jeden Fall erstmal alle Events mitnehmen, die wir hier auf dem Weg finden. Das ist ja immer so ein bisschen mein Vorsatz, wenn ich die Sachen durchspiele. Damit wir dann nachher nicht alles doppelt und dreifach machen müssen. Wunderbar. Aber ich habe das doch abgewehrt. Eieieiei. Warum so viel Schaden? Mann. Die hauen ganz schön rein. Und diese Knockback-Sachen nerven immer so ein kleines bisschen. Da muss man schnell reagieren und da kommen wir schon wieder nicht dran. Was denn? Komm schon. Komm schon. Geht die überhaupt kaputt, die Kanone? Jetzt kommen wir dran. Genau, man kommt immer nur so ganz kurz dran. Und dann schubst sie einen zurück. Oder kommt man da gar nicht dran? Kann das sein? Vielleicht kommt man auch gar nicht dran, man muss nur die Mobs kaputt machen. Autsch. Nee, ich werde immer zurückgestoßen. So, Event abgeschlossen. Sie ist auf jeden Fall kaputt. Das ist ja schon mal was. Weiter geht's. So. Ach, die gefällt mir wirklich ganz gut hier, die Architektur. Sehr hübsch. Und hier geht es wieder komplett rund.
Überall kleine Events, also es ist überall Action. Das gefällt mir. Solange man dann auch irgendwie zwischendurch seinen Geschäften nachgehen kann, wenn ich das so sagen kann, ohne dass das komisch klingt. Und nicht immer nur dauernd irgendwelche Events sind, vor allem wenn dann nicht mehr so viele Spiele auf der Karte sind. Das ist dann später ja auch immer so ein bisschen die Gefahr. Weil ich weiß, dass ich diese Karten am Anfang dann immer wie blöde abfarme und mir auch die Achievements hole, etc. Die sind mir immer sehr wichtig, die Achievements. Ah, nein, 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 nein. I don't want to die. Ah, sehr gut. Da hat mich jemand gerätzt. Und wieder down. Ja, und wieder gerätzt. Mann! Scheint, als hätte der irgendwie totale One-Hits. Mega heftig. Super heftig. Aber gleich ist er tot. Der Champion Justiciar. Justiciare haben wir ja ein paar. Auch schon in anderen Karten gehabt. Ich will nicht immer sterben. Was machst du für eine harte Attacke, mein lieber Freund des Gesangsvereins? Okay. Ich glaube, den Dicken haben wir jetzt tot. Dann gibt es hier noch so ein paar kleinere. Ich meine, kleinere in Anführungsstrichen sind auch Veteranen und Elite-Mobs. So, schnell raus hier. Und wieder rein, weil ich glaube, die explodieren, wenn die sterben. So, hier ist noch einer. Ah, und super, dabei geht auch gleich das Herz zu. Super. Ah, ich dachte, ich hätte noch mit einem NPC hier quatschen müssen, aber das machen wir dann gleich, wenn wir das fertig haben. Ist natürlich super praktisch, dass hier gerade das Event ist, weil das wirklich hilft, dass das Herz richtig schnell voll wird. So. Ok, ok, ok. Unverwundbar, wieso das denn? Noch einer. Ach, das sind diese Mesmer. Stirb. Huch, das war in die falsche Richtung. Das war definitiv nicht der Plan. So. Kommt da noch was? Meine Maus ist immer auf dem anderen Bildschirm irgendwie. Das ist ein bisschen problematisch. Ah, da unten. Hier, oh, da ist noch so ein Champion. Vielleicht machen wir erstmal die kleineren Mobs. Dass wir hier nicht gleich wieder komplett sterben, wenn hier die anderen Spieler noch nicht da sind. Oh, ich sehe meine Maus wieder nicht. Ach, da. Das ist immer das Problem, dass man dann die gezielten Attacken irgendwo hinsetzt, weil der Mauszeiger nicht sichtbar ist in den ganzen Effekten. Okay, erstmal auf den Justiziar. Ja, es sind zu wenige Leute hier. Können wir hier ein bisschen die Leute hinrufen? Ja, jetzt bin ich natürlich down gegangen, während ich den anderen gerätzt habe. So, hier gerade ein bisschen abgerutscht. So. Boah, der geht ja auch fast nicht runter, ne? Diese Cleave-Attacke, die der hat. Oder oh, beziehungsweise überhaupt, wenn du die Aggro hast, dann natzt der einen so weg. Das ist nicht die Cleave-Attacke, die so hart ist. Es ist, wenn er auf einen draufhaut mit seiner Axt. Das ist ein Instant-Kill. Huch. Ich bleibe jetzt hier hinten. Schieß auf den drauf. Wahrscheinlich mache ich dann kaum noch Schaden. Aber immerhin werde ich nicht die ganze Zeit weggenatzt von seiner blöden Hellebarde. So, nochmal das Gift drauf. So.
Was sind denn hier die ganzen anderen? Stirb. Oh, noch auf 70%. Wo sind denn alle? Ist da oben das Event auch noch nicht fertig? Ich gehe, glaube ich, nochmal rauf. Das macht ja keinen Sinn, wenn hier alle hier oben sind. Oh. War hier jetzt noch was Großes? Ja, lieber hier oben bleiben. Das macht da unten überhaupt keinen Sinn. Wenn die meisten Spieler hier oben bleiben, dann dauert das nur zu lange und da wird früher oder später dann sowieso gekillt. Aber das ist nur mühsam. Wenn dann nur zwei, drei Leute an so einem Champion rumknabbern, sage ich mal. So, haben wir hier noch was? Und die Mobs hier sind eigentlich auch dick genug, dass man da immer... Ach, hier ist auch noch wieder ein Champion. Aber die gehen wenigstens ein bisschen schneller runter als diese Justiziare. Wahrscheinlich, weil das Stoffklassen sind und keine... Ah, das Herz ist voll. Sehr gut. Und keine Plattenklassen. Noch ein Nekromant. Dann gehen wir dann auf jeden Fall gleich erstmal gucken, was es bei dem Herzhändler gibt. Joa. Komm schon. Nicht sterben. Boah, geht hier richtig ab. Ein paar Leute. Mein Aufnahmeprogramm mal warnt auch die ganze Zeit, wie ihr sehen könnt, da oben, dass meine Grafikkarte ein wenig belastet ist. Muss ich sowieso mal gucken, ob ich mir vielleicht im Laufe der nächsten Monate eine neue kaufe. Da ist nämlich noch eine GeForce GTX 770 drin. Und da gibt es ja mittlerweile schon ein bisschen besseren Ersatz für. Obwohl ich mit der eigentlich zufrieden bin. Aber gerade beim Aufnehmen, wobei das Aufnehmen eher CPU-lastig ist, aber manchmal reicht sie dann trotzdem nicht aus. So. Wobei das ja wirklich praktisch ist, dass ich jetzt eigentlich beim Streamen aufnehmen kann, ohne dass es laggt, weil ich über den zweiten Rechner streame. Wobei ich jetzt schon wieder sehe, dass ich den unbedingt ans Internet direkt mit Kabel anschließen muss, weil anscheinend habe ich ein paar Frames gedroppt. Ihr müsst dann sagen, falls der Stream irgendwie am Laggen ist oder unterbricht oder so. Weil ich weiß jetzt nicht, der droppt jetzt gerade wieder ein paar. Müsst auf jeden Fall mal schauen. Ihr sagt mir einfach Bescheid. So. Komm schon. Liebe kleinen Kleriker. Au, das sind ein paar rote Kreise zu viel. Gehen wir mal wieder zu der Hauptgruppe zurück. Ha! Der Devil ist mir vorher schon aufgefallen. Die hat nämlich fast das gleiche Outfit an wie ich. Stirb! Veteran-Nekromantin. Eieiei. Das ist ja ein Riesenevent. Eigentlich mag ich ja jetzt schon weitergehen. Ich meine, Punkte sollten wir sowieso bekommen. Und es sind auch genug Leute hier, um das abzuschließen. Dann gehe ich doch mal hier hin und gucke, was der Herzverkäufer sozusagen hat. Steht er da oben? Ja, kann ich hier rein? Ich bin nicht von denen, sondern bei den Seraphen. Nö, zu riskant. Komme ich da jetzt nur zu dem hin? Wenn das Event nicht ist... Mann! Why? Wie lange denn noch? Das ist so ewig. Ich hoffe wirklich, dass in dieses Event nicht die ganze Zeit ist. Aber bei dem Ausmaß gehe ich mal eigentlich nicht davon aus. Eieiei. Schon wieder einer mit seinem Hammer-Rückstoß.
sehe meine Maus nicht. So, Truppen des Weißen Mantels ist jetzt aber schon relativ niedrig. Das heißt, sollte jetzt hier bald dann nicht mehr zu viel Nachschub kommen. Und dann können wir auch zu dem Herztypen da oben hingehen. Und irgendwie muss man ja auch da oben dann durch die Luft reisen können. Über die Aufwinde. Obwohl, das fand ich schon bei der letzten Karte nicht so praktisch, wie man da über die Karte reisen konnte. Da haben sie eigentlich von dem Fliegen nicht so wahnsinnig viel Gebrauch gemacht. Wie jetzt in der Glutbucht zum Beispiel. Das hat mir echt gut gefallen. Oder auch, hier Gott, ich vergesse schon wieder, wie das heißt. Ich vergesse natürlich schon wieder, wie das heißt. Dumm-di-dumm, hier, Blutsteinsumpf natürlich. So. Mann, so viele Mobs. Hier ist noch ein kleiner, ein Lite. Nicht sterben. So, waren das jetzt die letzten? Kommt da noch was? Jede Menge hier von dieser Seite, aber das sollte dann die letzte Welle sein. Es ist schon wirklich ein bisschen lang, aber wahrscheinlich skaliert das so wahnsinnig hoch, weil so viele Leute hier sind. Dass dann natürlich um einiges mehr Champions kommen. So, die Seraphen haben die Saidras Hafen erfolgreich verteidigt. Und eine Goldmedaille. Und eine fette Truhe. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist natürlich fein. Okay, das war also ein großes Event. Okay. Ah, und jetzt ist hier die Tür auf. Dann flitzen. Huch, falsche Seite, falsche Treppe. Hier will ich gar nicht hin. Hier muss ich, glaube ich, rauf. Ja. Ja, ja, my time is also precious. Baron John Xander. Darum hatte ich Farin gesagt, wir würden es schaffen. Wenn uns solche Leute wie ihr helft, helfen, muss ja alles gut werden. Oh, okay, gut, da nicht für, da nicht für. Ich habe ein paar Dinge, die ich euch für eure Dienste anbieten könnte. Habt ihr Interesse? Zeigt mir, was ihr zu bieten habt. So, erstmal die Jadescherben. Ah, hier gibt es diese Spitzhacken. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Die entfesselte Magie. Tools. Habe ich da eigentlich noch welche? Habe ich da eigentlich noch welche? Schaue ich mal ganz kurz nach. Ja. Mir fehlen nur die Erntesicheln. Da kaufe ich dann gleich mal eine. Huch. Ja, okay. Wunderbar. Ich habe hier die ganzen Weihnachtssachen noch im Inventar. Sorry, wenn das hier im Hintergrund immer so ein blödes Geräusch macht. Das ist meine Fußablage. So, alles zerstören. Wunderbar. Mal ein bisschen Junk verkaufen und natürlich ein bisschen Zeug ins Bankfach lagern. Und weiter geht es. So, dann würde ich aber sagen, beenden wir diese Folge hier an dieser Stelle und gehen dann zu den Erntekaskaden, um nach Flüchtlingen zu suchen in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.